Hallo meine Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ich möchte hier in diesem Video einfach mal von ganzem Herzen Danke sagen. Danke, dass es dich hier gibt. Weil ich habe hier Leute, wir haben Leute aus der Community. Das fällt mir erst immer wieder ein, wenn ich an solchen Anlässen bin wie am Wochenende, als ich auf dem Marketingfest auf der Bühne war. Da kommen Leute und sagen, hey Patrick, ich bin seit 4,5 Jahren bei dir am Start. Seit dem ersten Video bin ich hier in dieser Community am Start. Und dann realisiere ich erst, fuck, da gibt es Leute, die sind seit 3 Jahren, auch schon 2 ist auch schon viel, 2, 3, seit 4,5 Jahren hier am Start in dieser Community und sie entwickeln sich mit dem Channel und mit mir weiter. Und das feiere ich so hart. Ich feiere so hart, dass viele Leute sich nicht nur interessieren für Fitness, Natural Bodybuilding, Ernährung. Ja, das ist ein wichtiger Baustein und ein Teil von mir, ganz klar. Aber wenn du ein glückliches, selbstbestimmtes, zufriedenes Leben führen möchtest und dein vollstes Potenzial zum Entfalten bringen möchtest, dann musst du mit den 2 anderen Bausteinen ebenfalls arbeiten. Mit den 2 anderen Säulen. Wir haben den Körper, ja. Wichtig, sehr wichtig. Wir haben den Verstand, hier das hier in unserem Kopf, unser Intellekt. Und dann haben wir in meinen Augen den wichtigsten Baustein, die wichtigste Säule, weil ohne diese Säule, ja, wäre das hier, die beiden anderen 2 Säulen, gar nicht entstanden. Das ist die fundamentale Basis und das ist der Geist. Und wichtig ist, dass du überall auf allen 3 Stufen an dir arbeitest. Weil nur dann kannst du wirklich 100% wahre innere Zufriedenheit und Wohlbefinden in dir kreieren. Und um das geht's ja. Denk doch mal drüber nach. Alles, was wir tun als Mensch, dreht sich immer nur um unser Wohlbefinden. Ja, wir möchten glücklich sein. Das ist das Einzige, um was es geht. Alles, was die menschliche Spezies auf dieser Welt jemals getan hat, alles galt nach der Suche nach dem Glück. Überprüf das bitte sorgfältig. Alles dreht sich um das, egal ob du Familie haben möchtest, Kinder kriegen möchtest, ob du studieren gehen möchtest, ob du reisen gehst, ob du auf den Mond fliegen möchtest, ja, ob du einen guten Körper haben möchtest, ob du intelligenter sein möchtest, ob du dein Potenzial entfalten möchtest. Am Ende des Tages dreht sich alles um unser Glück. Wir wollen uns wohlfühlen und das geht's. Wenn wir uns aber wohlfühlen möchten, okay, immer, permanent und aus diesem Zustand arbeiten, dann müssen wir auf allen 3 Stufen arbeiten, auf allen 3 Ebenen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eben, ich schweife hier wieder ein bisschen ab. Ich möchte einfach Danke sagen für diese krasse Community. Es kommt mir, ich sehe es immer wieder an solchen Anlässen. Wir haben die positivste und geilste Community im ganz deutschsprachigen Raum. Wisst ihr, wenn du das hier guckst und schon länger hier auf dem Start bist, ist dir das bewusst? Schreib mal hier unten in die Kommentare, ob dir bewusst ist, dass wir die verdammt geilste, positivste YouTube-Community sind im ganzen Land, in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich. Sagen wir eine, der wirklich noch positiver ist. Niemand. Wir sind die positivste und geilste Community. Und um das geht's, meine Freunde. Schau mal, wenn du in deinem Leben, wenn du zufrieden sein möchtest, oder besser gesagt, sagen wir es so, wenn du Positives in deinem Leben haben möchtest, weißt du, was du dann tun musst? Dann musst du positiv sein. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Okay? Das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz wie das Schwerkraftsgesetz. Ja, wie die Schwerkraft. Wenn ich da loslasse, dann fällt dieses Glas hier auf den Tisch wegen der Schwerkraft. Das ist ein fucking Naturgesetz. Und Gleiches zieht immer Gleiches an. Das ist auch ein Naturgesetz. Darum ist es so wichtig, dass wir, bevor wir irgendein Ziel erreichen, bevor wir irgendetwas sind, ja, wer wir gerne sein möchten, bevor all das, müssen wir wissen, erstens, dass wir unseren Zustand, unseren inneren Zustand selbst kreieren und verändern können, eben zum Glück, und dass wir dann natürlich auch glückliche Situationen anziehen in unserem Leben, logisch. Weil der Punkt ist der, ich habe das in meinem Vortrag gebracht. Glück
ist immer in dir. Okay? Die Anregung kann von außen kommen, die Anregung, ja. Aber wo entsteht Glück? Glück entsteht immer in dir, weil jede menschliche Erfahrung ihren Sitz hier drin hat. Okay? Wenn du, nur ein Beispiel, dass du es hundertprozentig verstehst. Wenn du zum Beispiel, sagen wir, du verlierst deinen Frieden. Sagen wir, du bist wütend, aggressiv, dir geht es nicht gut. Dann streitest du vielleicht mit deiner Freundin oder du gehst nach Hause, streitest mit deinem Freund oder Freundin oder mit deinem Partner und auch mit deinen Kindern, falls du Kinder hast. Du schreist die an. Wenn das weitergeht am Morgen früh, dann gehst du in dein Büro und du schreist deinen Chef an oder deinen Geschäftsführer. In diesem Moment, wo du deinen Geschäftsführer anschreist, denken die Leute, okay, hier stimmt etwas mit dir nicht, du brauchst medizinische Hilfe. Wenn du deine Frau anschreist, deine Freundin anschreist, deine Kinder anschreist, dann denken alle, es ist normal. Okay? Aber sobald du jemand anschreist, wo du mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen hast, sobald das passiert, denken die Leute und vielleicht du auch, okay, vielleicht brauche ich medizinische Hilfe. Also was machst du? Du gehst zum Doktor, zum Psychologen, Doktor, was auch immer, gehst hin und sagst, ah, dies, das und das passiert. Und er sagt, der Arzt, hey, kommen Sie ein bisschen runter, ja, versuchen Sie so und so zu sein, aber du schaffst es nicht. Was passiert? Die letzte Möglichkeit ist, er gibt dir irgendeine fucking Pille, du nimmst diese Pille, schmeißt sie ein und du wirst für einen kurzen Moment friedlicher. Doch diese Pille ist nicht für immer. Du wirst nur für einen Augenblick friedlicher und dann müsstest du dann schon wieder die nächste nehmen. Also diese Pille funktionieren, sonst würden sie ja nicht so viele Leute nehmen. Nur bekämpfen wir damit das Symptom und nicht die Ursache. Und das Ganze wird noch viel, viel schlimmer, wenn ihr anfängt mit solchen Pillen. Jetzt kommt der Punkt. Was ist dann in diesen Pillen drin? Meine Frage an dich, was ist in diesen Pillen drin? Ein bisschen Chemikalien. That's it. Ein bisschen Chemikalien. Also mit anderen Worten, machen dich ein bisschen Chemikalien zu einem glücklicheren Menschen. Oder mit anderen Worten, und jetzt kommt der harte Punkt, ich wiederhole mich hier, mit anderen Worten, jeder Zustand hat eine chemische Basis in dir. Wenn Freude eine chemische Basis hat, hat dann nicht auch Wut, Angst, Stress eine chemische Basis? Hat dann nicht Ekstase und völlige Happiness, Zufriedenheit, hat das nicht auch einen chemischen Zustand in dir? Ja, klar hat es. Darum reden wir von Serotonin, Oxytocin-Ausstoß, ja, all den ganzen Scheiß. All das ist in uns, das ist eine chemische Basis. Jeder kennt sicher das Stresshormon Cortisol. Wo ist das? Das ist in dir drin. Jetzt sprechen wir von inneren Wissenschaft. Jetzt spreche ich davon, dass du es schaffst, deinen chemischen Zustand in deinem Körper so herzustellen, ja, eben mit diesen drei Bausteinen, Körper, Verstand und Geist, ganz wichtig, Geist, dort ist der Ursprung. Wenn wir es also schaffen, unseren chemischen Zustand so herzustellen, dass Freude, Liebe, Genuss, Glück ein natürlicher Zustand von uns ist, dann können wir von innen heraus arbeiten. Dann können wir anfangen, unser Leben zu gestalten. Dann können wir anfangen, es zu lieben. Und dann passieren krasse Dinge. Und das geht hier auf diesem Channel. Okay? Ich werde also in allen Bereichen Videos bringen. In allen drei Säulen, weil es wichtig ist, die Kombination macht es aus. Und ich werde immer so lange Content bringen, ja. Erstens, so lange wie ich es fühle. Ich fühle das, also gebe ich das weiter. Ich kann immer nur das euch weitergeben, was von innen kommt, was ich auch wirklich fühle. Wenn euch irgendjemand irgendetwas erzählt, ohne Erfahrung, nur weil es irgendwo gelesen hat in seinem Buch und das wiedergibt, dann ist es nicht real. Ihr werdet das spüren. Früher oder später werdet ihr das fühlen und spüren, weil niemand überhaupt etwas weitergeben kann, was er selbst nicht in sich gefunden hat. Merkt euch das, okay? Niemand kann anderen etwas weitergeben, was er in sich nicht für sich selbst entdeckt und gefunden hat oder respektive erfahren hat. Das ist der Point. Und
ja, ich will einfach Danke sagen, wirklich für diese krasse Connection. Es ist unglaublich, ich denke es jedes Mal wieder und ich werde für 2019 einiges für euch planen. Ich möchte diese Community hier, diese geile, harte, positive Community, die bereit ist, ihr vollstes Potenzial zu entfalten, die bereit ist, wirklich in allen Bereichen, man, das vom Leben sich zu holen, was ihnen zusteht. Diese Community möchte ich sie noch enger zusammenbringen für 2019. Noch enger zusammenbringen an speziellen Meetups, ja, wo wir uns treffen, an speziellen Meetups, wo wir auch über diese drei Bausteine sprechen werden. Ja, dass ihr das auch für euch anwenden könnt, ihr das weitergeben könnt, weil am Ende des Tages geht es doch einfach darum, Mann, wie ich gesagt habe, dass du zufrieden, happy, glücklich bist, dass du bewusst durch das Leben gehst und weißt, dass du auch die Kraft und die Power hast, dein Leben so zu kreieren, wie du dir das vorstellst. Weil dort ist der Punkt. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Weil dort ist die Limite. Okay, dort ist die Limite und die Limite, würde ich jetzt behaupten, die ist grenzenlos, weil die Vorstellungskraft, weil der Geist des Menschen unendlich ist. Nutzt euer Potenzial, meine Freunde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr da seid. Das wollte ich einfach kurz sagen. Ich bin pumped auf alles, was kommt. Und danke für eure Loyalität. Respekt an dich, dass du hier immer noch am Start bist, dass du dich, wie gesagt, entschieden hast, in allen möglichen Bereichen voll zu entfalten. Das feiere ich. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss. Bang, bang.